in Zukunft zu vermeiden. Es kann in niemandes Interesse sein, dauerhaft mit China in eine Konfliktsituation zu geraten. Wir werden alle darunter leiden. Im Augenblick heißt das große Zauberwort, beginnend bei Trump, aber fortgesetzt von Joe Biden, Decoupling, das Abkoppeln der beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Und machen wir uns nichts vor, das setzt unsere Unternehmen in Deutschland vor eine fast nicht auflösbare Entscheidungssituation, nämlich auf welchen Markt sie sich konzentrieren und welchen Markt sie eventuell vernachlässigen müssen, weil sie sanktioniert werden, behindert werden oder wie auch immer. Das kann existenzielle Folgen haben für unsere Unternehmen. Insofern ist die Frage des Umgangs mit China eine durchaus existenzielle.